So, liebe Freunde, liebe Zuhörer, liebe Fans und alle, die es noch werden wollen vom Rekrutier, ist es wieder Interviewzeit. Heute mit einem sehr erfolgreichen, jungen, aufstrebenden jungen Mann. Und zwar habe ich am anderen Ende den Schumit Guha. Schumit, sei gegrüßt, Servus. Grüße dich, Tobias. Hallo. Hallihallo. Jetzt verrat mir doch noch mal ganz kurz, wo sitzt du jetzt genau? Bist du in Hannover, oder? Ganz genau im Herzen von Hannover, so direkt in der City. Im Herzen von Hannover. Das heißt, wir machen heute ein Interview von Süd nach Nord oder umgekehrt. Ganz genau, ganz genau. Wir haben einen Nord-Süd-Dialog gerade. Jawohl, das ist klasse. So, und für diejenigen, die dich noch nicht kennen, ich sag vielleicht mal zwei, drei Worte zu dir, Ja. um da ein bisschen einzuschwingen. Du kannst uns natürlich gern auch deine Story oder deine Geschichte aus eigenem Munde nochmal erzählen, aber bloß, dass unsere Zuhörer wissen, wo sie dich ungefähr hinstecken müssen oder sollen. Also du bist, ich nenne es jetzt einfach mal, in der Finanzdienstleistung tätig, um konkret zu sein, im Allfinanzbereich, sagt man dazu. Genau. Und ich sage das jetzt einfach mal frei aus der Leber raus, weil ich denke, da sage ich nichts Verkehrtes. Du gehörst zum größten und erfolgreichsten Finanzdienstleister in Deutschland. Ich glaube, man kann sogar sagen, mittlerweile in Europa. Das stimmt. Und das freut mich jetzt ganz besonders. Da schwingt gerade was ganz, ganz, wenn ich das mal so sagen darf, was ganz, ganz Tolles mit, fast was Erotisches. Du bist gerade frisch befördert worden zur Regionaldirektion 2, heißt das. Und da bist du Ganz aktuell genau. der Jüngste in deinem Unternehmen in Deutschland. Und Richtig. hilf mir ganz kurz von diesen Regionaldirektionen 2. Gibt es, wie viele 100 hast du da einen Überblick? Ich glaube, um die 150. Also, wir haben ja 40.000 Berater gesamt. Davon sind 12.000 oder 13.000 Hauptberufliche. Und das sind 150 dieser Regionaldirektionsleiter 2. Klasse. Also das freut mich ganz, ganz besonders, dass ich dich da auch in der Situation jetzt ins Interview gekriegt habe, Ja. weil ich weiß ja selber, so Beförderungszeiträume sind immer so magische Zeiten, da passiert viel, da hat man unheimlich viele Gespräche, man muss unheimlich viel nacharbeiten, man hat auch viel Administratives. Also schön, dass es geklappt hat, mein Lieber. Gerne. Willst du uns vielleicht ganz kurz ein bisschen was dazu sagen? Wie bist du in die Finanzdienstleistung gekommen? Ich habe hier kurz gelesen, mit 18 hast du da bereits angefangen, nach dem Ganz Abi gleich, genau, oder? ganz genau. Das war so, dass ich zu dem Zeitpunkt mit 18 Jahren Nachhilfe gegeben habe in allen naturwissenschaftlichen Fächern, so Mathe, Chemie, Physik, Bio und Co. in allen Jahrgängen sogar und hatte auch relativ viele von diesen Nachhilfeschülern und also habe ich auch ein bisschen Geld verdient zu dem Zeitpunkt. Aber wie das so ist als junger Mensch, am 20. des Monats war halt da kein Geld mehr da. Also das letzte Wochenende, das war immer so ein bisschen arg und karg und dann wollte ich anfangen ein Studium und zwar Wirtschaftsingenieurwesen. Und dachte mir, Mensch, wenn ich jetzt noch studiere und mit dem Geld nicht genau hinkomme, dann bräuchte ich nochmal so einen Nebenjob. Und habe irgendwas gesucht, wo ich auf der einen Seite mich weiterbilden kann und auf der anderen Seite Geld verdienen. Also so das Klassische an der Kasse oder Pommesbude oder Kellnern. Ja, nichts gegen diese Berufe, sind ja auch wichtige Berufe, aber das ist für mich nicht in Verbindung mit Lernen. Also wollte ich irgendwas machen, wo ich ein bisschen was lerne. Und durch einen schönen Zufall, wie es halt so ist, ich weiß nicht, wie das bei dir damals war, hat mich ein sehr guter Freund angesprochen, mit dem ich Abitur gemacht habe, ob ich nicht mal mitkomme zu so einer Info von einer Vermögensberatungsfirma. Und zu dem Zeitpunkt konnte ich damit nicht wirklich viel anfangen. Aber dann bin ich da mal hingegangen und ja, das hörte sich irgendwie gut an. Die Leute waren gut drauf, das war entspannt. Die Atmosphäre war sehr gut. Die Leute, die das gehalten haben, machten mir einen sehr erfolgreichen, inspirativen Eindruck. Und da habe ich gesagt, okay, da lege ich doch mal los. Und die erste Aufgabe in diesen Vermögensberatungsfirmen oder in der Firma war es, solche Fragebögen zu erstellen, solche Analysen. Und das habe ich noch gemacht. Relativ erfolgreich. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, mit Menschen zu tun zu haben, denen zu helfen, denen die Finanzen so ein bisschen zu erklären, beziehungsweise das aufzunehmen und so ein bisschen zu sortieren mit denen. Und das lief dann so gut, dass ich tatsächlich nach 2 Semestern, Tobi, also nach einem Jahr dann mein Studium pausiert habe. Um genau zu sagen, pausiere ich jetzt im 17. Jahr. Also eigentlich immer noch. Meine Eltern waren mega, mega sauer. Ja, kannst du dir vorstellen, wenn der Sohn eigentlich Wirtschaftsingenieur werden möchte und jetzt plötzlich anfängt, in so einem Finanzvertrieb loszulegen. Ja, dann waren die not amused. Und
Das lief dann aber ganz gut, weil mir das Ganze Freude gemacht hat. Also die Parameter waren dann wirklich optimal für mich. Also die Zusammenarbeit, der Zusammenhalt, alles, was da eine Rolle gespielt hat, das Gefühl, das Feeling war einfach gut. Und das Feeling war einfach auch, was lerntechnische Sachen angeht, viel, viel besser als andere Unternehmen. Und dann lief das relativ gut, dass ich dann mit 24 Jahren auch einer der jüngsten Regionalgeschäftsstellenleiter wurde, dann mit 26 einer der jüngsten Geschäftsstellenleiter, mit 30, glaube ich, wurde ich dann Hauptgeschäftsstellenleiter, letztes Jahr Regionaldirektionsleiter 1 und dieses Jahr auch der jüngste Regionaldirektionsleiter 2. Wobei gar nicht jetzt die Leistung ist, dass ich jetzt hier über der Jüngste bin, sondern das Interessante ist, dass mein Team an Führungskräften, also die, die meine Mitarbeiter führen, selber erst 21, 23, 25, 27, 29, 30, 32, ich glaube, mit 36 bin ich schon der Älteste, sagt bei mir, ja, bin. Und das ist eigentlich das, was mich fasziniert. Das hat mich damals halt fasziniert, dass auf der einen Seite die Leistung zählt, ja, nicht das Alter. Weil es gibt ja Unternehmen, da musst du irgendwie schon lange dabei sein oder alt sein, dass du erfolgreich bist. Und das war in meinem Unternehmen, ist in meinem Unternehmen nicht so, sondern es zählt halt die Leistung. Wenn du halt viel Leistung bringst, kriegst du viel. Wenn du wenig Leistung bringst, kriegst du wenig. Wenn du gar keine Leistung bringst, kriegst du gar nichts. Und das finde ich einfach super. Ja, das ist einfach fair und sauber und ehrlich. Und das hat mich fasziniert, dass einfach das Leistungsprinzip gilt. Das ist egal, wie groß du bist, wie klein du bist, wie dick du bist, wie dünn du bist, ob du. Ich habe Leute in meiner Mannschaft, die promovieren gerade in Medizin oder in Wirtschaftswissenschaften. Und ich habe Leute in meiner Mannschaft, die hatten vorher einen kaufmännischen oder handwerklichen Vorberuf. Und alle haben die gleichen Chancen. Und das ist sehr selten, dass das so ist. Und der, der besser gebildet ist, ist ja nicht gleichzeitig der bessere Mensch. Ja? Sondern das kommt ja auf den Charakter, aufs Herz. Und das ist ja das, was ich versuche zu, oder was ich suche. Ich suche Menschen mit Hirn und Herz. Und das ist ja das Entscheidende. Also das ist so ein bisschen zu meinem Einstieg. Also ganz unüblich, ja, eigentlich soll es mal in eine ganz andere Richtung gehen. Und ich konnte mir auch nicht vorstellen, zu Anfang klassisch mal Girokonten, Tagesgeldkonten und Bausparkonten anzubieten. Aber ja, wenn da dann Leidenschaft entsteht, dann passt das. Und da hat sich das so schön entwickelt. Ja, du, der Erfolg gibt dir recht. Man sagt ja immer, wer trifft, hat recht. Jetzt hast du natürlich innerhalb der Kürze so viele Punkte, interessante Punkte auch mit reingebracht. Ich versuche mal ein paar rauszupicken. Schau mal, als allererstes hast du gesagt, bei uns gilt ein Leistungsprinzip. Also wer was tut, bekommt was, wer nicht, kriegt nichts. Und wir können ja offen, ganz offen in dem Interview reden. Für die meisten ist ja so ein Leistungsprinzip nichts. Ja, weil die meisten haben ja so diese Festgehaltsmentalität, die sie mitbringen. Das würde mich mal als allererstes interessieren. Wie war denn das damals bei dem 18-jährigen Sumit Guha? Warst du gleich so ein Leistungsmensch oder hat man dir das beigebracht? Oder hast du schon immer gewusst, Festgehalt ist immer gedeckelt? Oder wie war das? Also ich bin ja der Überzeugung, wenn jemand heute was nicht kann, dann kann er das noch nicht. Und wenn er etwas nicht weiß, dann weiß er das noch nicht. Und wenn jemand veränderungsbereit ist und lernbereit ist, dann kann er tatsächlich alles, aus meiner Sicht alles lernen. Ebenfalls eine Leistungsorientierung lässt sich lernen. Wenn er das möchte, wenn die Parameter stimmen und wenn seine Motivations- und Motivlage entsprechend auch so ist, dann glaube ich einfach, dass Leute, ich habe viele Leute im Interview bei mir jede Woche, in Bewerbungsgesprächen, für viele ist das Leistungsprinzip noch nichts, aber ich teste für wen was was sein könnte und wer da Lust drauf hätte und wem ich das anbieten kann und wen wir dahingehend auch inspirieren, dass das für ihn etwas wird. Und dass die Herausforderung ist ja im Vertrieb, in jedem Vertrieb, man muss halt herausfinden, welche Personen sind veränderungsbereit und denen die Chance geben, sich zu verändern. Also, wie war das bei mir damals? Ich habe einfach Lust auf, also Bock auf Action, auf Arbeit, also dass man was macht, dass man was unternimmt. Also daher kommt das Wort Unternehmen ja, Unternehmer. Sonst hieß man ja Unterlasser. Und Unternehmer ist ja jemand, der proaktiv sein Ziel hat und darauf hinzugeht. Und nicht wartet, bis etwas passiert. Ja? Und Lust auf die Ergebnisse und was zu erreichen und sich was aufzubauen. Ja, grundsätzlich war das schon immer da, aber du brauchst auch die Leistungsmöglichkeit. Also ich glaube, die Leistungsbereitschaft, Tobias, haben viele Menschen, ganz viele Menschen. Ja? Ich habe gehört, irgendwie 50% innerliche Kündigung und wollen ihren Job nicht mehr und wenn die das Gehalt nicht zahlen würden, die Unternehmen, wären die auch schon gar nicht mehr da. Ich glaube aber, wenn man diesen Menschen die Leistungsmöglichkeit bietet, dass die überhaupt die Möglichkeit haben, sich zu vergleichen. Ich mache dir mal ein Beispiel. Wenn du an der Kasse sitzt, ja,
dann kannst du ja schneller Piep machen als dein Kollege vor oder nach dir. Aber dafür wirst du nicht mehr oder weniger bezahlt oder belohnt oder wirst dann der Chefkassierer. Ja, sondern das ist halt so, wie es ist. Und in so Vertriebsunternehmen ist der natürlich der große Vorteil, dass Leistung messbar ist, vergleichbar ist und dass auch Leistungssteigerung sofort spürbar ist. Wenn ich also diesen Monat mehr Umsatz mache, mehr Kunden berate, mehr Kunden helfe, ihren Vorteil zu bekommen, für mich als Führungskraft mehr Mitarbeitern helfe, eine berufliche Perspektive aufzubauen, als den Monat davor war ich besser. Das ist sofort exakt messbar. Und mir gefällt das. Also ich bin so ein Typ, weiß nicht, ob ich Wettbewerbstyp bin, aber mir gefällt das einfach, mich zu verbessern und das sofort zu sehen. Das ist einfach, wenn du ein Lehrer bist und du machst so eine Schulklasse, dann hast du nach einem Jahr vielleicht deinen Schnitt und vielleicht im zweiten Jahr verbessern die Schüler, dann sagst du, okay, nach zwei Jahren hast du gemerkt, du warst ein bisschen besser vielleicht als Lehrer, didaktisch. Und das würde mir zu lange sein, dafür bin ich wahrscheinlich zu ungeduldig. Also ich glaube schon, dass du ein Wettbewerbstyp bist. Nicht viel, aber ein bisschen. Bisschen, ne? So, pass auf, jetzt kommt gleich die nächste Frage. Weil du hast ja gesagt in deinen Interviews, ich nenne das jetzt mal Bewerbergespräche, ja. Testest du, wer veränderungsbereit ist. Ja. Ich sage dir jetzt mal so ein klassisches Argument, wenn ich jetzt mit Kunden spreche aus dem Vertrieb, dann geht es ja bei uns auch immer darum, wie bekommt man geeignete Bewerber, geeignete Geschäftspartner, wie macht man qualitativ höherwertigere Kontakte. Und ich höre dann oftmals so von Vertrieblern, die da sagen, naja, in der heutigen Zeit, wenn man mit den Leuten spricht, es will kaum noch jemand was, die Leute sind alle auf hohem Niveau satt und diese Veränderungsbereitschaft ist oftmals gar nicht so da. Jetzt sagst du mir aber, sie ist bei vielen Leuten da, bei über 50%. Hat das was auch so ein bisschen mit diesem Sender-Empfänger-Prinzip zu tun? Also ich bin mir auch sicher, dass die Veränderungsbereitschaft da ist. Ich treffe auch relativ viele Leute, die veränderungsbereit sind. Aber warum gibt es wiederum auch sehr viele Menschen in Vertrieb und Network, die auf genau das Gegenteil treffen? Hat das was mit Energie zu tun oder... Verstehst du, worauf ich hinaus will? Ja, also es gibt ja im Bereich der NLP zum Beispiel, ja, also du findest ja, was du suchst und du siehst ja, was du sehen möchtest, ja. Also das hat natürlich viel mit Einstellungen zu tun. Also ich sehe es zum Beispiel exakt andersrum, dass gerade junge Leute, ich rede jetzt mal von 20 bis 35, 40-Jährigen, ja, so von der Sache her, dass die händeringend Möglichkeiten suchen, sich eine Perspektive aufzubauen. Möglichkeiten von Freiheit, von Selbstbestimmung. Das ist ja alles so in den klassischen Berufen gar nicht gegeben. Ja, jede Firma versucht, im Jahresende das Maximal an Ertrag zu holen und vergisst manchmal leider den Mitarbeiter in vielen Situationen. Es gibt natürlich auch tolle Firmen, wo das anders läuft. Aber in vielen Situationen ist es schon so. Und dass die Mitarbeiter, wenn die ihr Gehalt gar nicht bekommen würden, man sagt ja, das Wort Gehalt, das habe ich glaube ich von dir gelernt in Hamburg auf dem Seminar mal, das Wort Gehalt kommt von gehalten werden. Ja, das hast du mir mal beigebracht. So, und das heißt, wenn das Gehalt nicht kommen würde, würden die schon gar nicht mehr arbeiten, da würden die schon gar nicht mehr hingehen. Ja? Und weil sie aber ihre Kosten haben, ihre Miete, ihre Einnahmen, alles ihre Ausgaben, müssen sie arbeiten, also gehen die dahin und machen das. So. Und das ist natürlich die Frage, wie präsentiert man das Ganze, Punkt 1. Was für eine Stimmung hat man? Bringt man mit? Ist es erfolgreich? Hat man ein gutes Team? Hat man kein gutes Team? Ist der Konzern der richtige? Also die Company, passt das alles? Passt das nicht? Ist das innovativ? Ist es nicht innovativ? Das sind natürlich ein paar Stellhebel, die wichtig sind. So, aber gerade heute, gerade für die jungen Leute, ist ja nicht mehr die maximale Kohle das Wichtige. Ja, vor 20 Jahren oder 30 Jahren war es noch anders. Da haben die jungen Leute für einen Porsche gearbeitet. Das interessiert die überhaupt gar nicht. Ja, die wollen halt entspannt mit ihrer Freundin im Garten sitzen und vielleicht ein Bierchen trinken. Ja, also und sagen, alles ist schön, super Wochenende, alles wird toll. Ja, ich mache Action. Das heißt, es geht gar nicht mehr um die Maximierung des Wohlstands oder Macht oder was da mal eine Rolle gespielt hat. Vielleicht, wenn in diesem Bereich so angeworben wird oder so rekrutiert wird, in Bewerbungsphasen, ist das natürlich aus meiner Sicht auch nicht mehr zeitgemäß. Sondern das sind ja eher so Themen, wie halt eine tolle Gemeinschaft zu haben, tolles Team zu haben, vielleicht mit Freunden arbeiten zu können, chillig zu sein, Perspektiven zu haben, Möglichkeit zu haben, Verantwortung übernehmen zu dürfen überhaupt. Ja? Und ich glaube, das sind Themen, die wahnsinnig gespielt werden, wo man die Möglichkeit hat, nach vorne zu gehen. Also das ist bei uns tatsächlich so, dass wir viele Bewerber haben und viele wollen auch anfangen und wir schauen, okay, wer passt denn zu uns ins Team? Ja, welche Person ist denn so, wo der Nasenfaktor passt und wo wir sagen, das ist in Ordnung? Ja, so in etwa. Ne?
Okay, jetzt pass auf, ich kann dazu Folgendes sagen. Du hast ja vorhin gesagt, auf dieser Berufsinfo, die du damals besucht hast, da war die Stimmung gut und du hast also Menschen mit Strahlkraft dort gehabt, zu denen du dich Ja. hingezogen gefühlt Ja. hast. So, und jetzt kenne ich ja auch denjenigen mehr oder weniger, ich kenne ja deinen Mentor auch persönlich. Ja. Und da muss ich sagen, mit ihm hatte ich auch mehrere sehr gute Gespräche, kann ich bestätigen. Und wenn man zum Beispiel auch dich jetzt mal bei Facebook so ein bisschen anschaut, auch auf die Distanz, es macht unheimlich Spaß, dir zuzuschauen. Also, oder euch, sage ich jetzt mal. Also ein hohes Maß an Wertschätzung, ein noch höheres Maß an gemeinschaftlichen Aktivitäten, um die zwei Sachen jetzt mal zu nennen. Also ihr macht auch viel, wie soll man sagen, ich sehe halt auch andere Finanzdienstleister oder andere Führungskräfte, das ist immer so furztrocken, sage ich jetzt mal auf gut Deutsch. Das hat bei euch irgendwie eine andere Qualität. Was macht ihr genau, was anders ist? Kannst du da vielleicht nochmal ein bisschen ins Detail gehen? Weil du hast ja ein super Team aufgebaut, die Leute, die um dich ringsrum sind, das sind alles, wie soll man sagen, gebildete, innovative, junge Leute. Also es sind ja also keine Leute, für die das jetzt die letzte Chance wäre, sondern es ist eine Lebensalternative für die. Ja, Ja? ja. Wie hast du die gekriegt? Was macht ihr da? Also letztendlich ist es ja so, es rückt ja auch die jungen Leute, ja, man sagt ja die Generation Y, das ist ja sozusagen die Zielgruppe, die es da irgendwie gibt, die rückt ja so ein bisschen gerade in den Fokus und man überlegt ja, oder wir überlegen ja als Unternehmen oder wir jetzt speziell als Führungskräfte, wie können wir das so machen, dass wir zeitgemäß sind. Und wenn du natürlich mit den Werkzeugen von früher alles bearbeiten möchtest, dann wird das in der heutigen Zeit wird das natürlich schwierig. Dabei muss man natürlich alte Traditionen oder Erfolgsprinzipien schon beibehalten. Und wir als Unternehmen oder als jetzt als Mannschaft, als Direktion oder ich jetzt als Regionaldirektion, Teil der Direktion ist, wir versuchen oder wir versuchen den Menschen einfach ein gutes Gefühl zu geben, dass die sich wohlfühlen und dass die wertgeschätzt werden, dass wir mit denen authentisch arbeiten und dass wir sehr ehrlich mit denen umgehen und dass wir das vernünftig machen und sehr zielgerichtet machen und da nicht auf Teufel komm raus, wir müssen jetzt den maximalen Umsatz fahren. Ja, wenn du mit den Leuten 20, 30 Jahre und länger Geld verdienen möchtest, Umsatz machen möchtest, eine Zukunft aufbauen möchtest, Perspektiven machen möchtest, musst du natürlich auch das wertschätzend machen und da sind wir natürlich dabei. Für uns ist das Thema Gemeinschaft sehr wichtig als Direktion und natürlich auch für mich. Wir sagen immer so, Gemeinschaft wird bei uns groß geschrieben und zusammen. Ja, also als Spruch. Und da steckt einfach viel dahinter. Weil ich bin Überzeugung, A, Gemeinschaft kann man machen. Das heißt, man kann eine Gemeinschaft erzeugen. Ja, wenn man ein Team hat mit drei, vier, fünf Gemeinschaftstypen, dann kann man schon eine gute Stimmung erzeugen. Dann kann man dafür sorgen, dass es halt vernünftig läuft, dass es halt vernünftig geht. Und das hat natürlich mit Wertschätzung zu tun, mit Dankbarkeit, mit dem Umgang miteinander, dass das halt vernünftig funktioniert. Und das machen wir, glaube ich, in guter Ausprägung, vielleicht sogar in sehr guter Ausprägung. Ja, es geht halt um gemeinsame Erlebnisse schaffen. Ja, das Leben ist halt zu kurz, um eine schlechte Zeit zu haben. Das Leben sollte genossen werden. Da geht es halt darum, tolle Momente zu genießen. Wir haben ja dieses Jahr, das hast du vielleicht mitbekommen, eine Reise gemacht mit, ich glaube, mit 20 Leuten von der Direktion aus, nach Hongkong und nach Thailand, Koh Samui. Und da haben wir einfach eine gute Zeit gehabt, 2 Wochen, und haben da die Zeit genossen. Und das sind natürlich Erlebnisse, für die haben wir gearbeitet. Das war ein Wettbewerb. Und das genießen wir. Und das haben wir natürlich auch ein bisschen präsentiert. Und am Nachhinein schauen wir uns öfters die Fotos mal an auf Meetings. Und das sind einfach schöne Sachen. Ja, wir planen jetzt in 2 Jahren irgendwie in Richtung Südafrika als Mannschaft zu fahren. Also nicht als Company, von der Company aus, sondern quasi von uns als Vertrieb, von der Direktion aus. Und das sind natürlich schöne Sachen. Und wir haben auch viele Ausbildungsveranstaltungen. Ja, also alleine ich in meiner Regionalregion habe 500 Ausbildungs- und Schulungsveranstaltungen im Jahr. Wow. Und dazu kommt noch die Direktion und dazu kommt noch die Direktionsbereich. Also das heißt, wir sind da in dem Bereich schon gut ausgestattet, was das ganze Thema angeht. Weil ich bin der Überzeugung, wenn du deine Skills verbesserst, verbesserst du die Fähigkeit, Geld zu verdienen und erfolgreich zu werden. Also deine Fähigkeit. Natürlich gehört das Mentale dazu, die richtige Einstellung zu haben. Haben auch vielleicht viele nicht. Vielleicht sind einfach viele, haben super Skills, können bestimmte Gespräche gut oder mit Menschen umgehen gut, aber haben dann vielleicht die falsche Einstellung.
ja, wo sagen, die können den Lift nehmen und nicht die Treppe. Ja, das geht halt nicht. Erfolg halt heißt, du musst die Ärmel hochkrempeln und auch richtig reinklotzen. Und wir sind einfach, wir machen das so, wie wir es gerne hätten, so wie wir es gerne möchten. Und das ist das Schöne, wenn du das so machen kannst, wie du dir das vorstellst, und das Ganze hat noch Erfolg und macht Spaß und es macht Freude. Und viele meiner Mitarbeiter, Partner sagen, Schumit, das fühlt sich gar nicht wie Arbeit an. Ja, das Ganze ist einfach so ein bisschen Gemeinschaft. Wir machen das hier zusammen, das passt alles, das ist in Ordnung und wir sind ein großes Team und dann entsteht natürlich auch Leistung. Ja, vor allen Dingen es entsteht auch ein gewisser Flow, ja. Also Ja. es kommt dann eins zum anderen. Und ich sag mal, es ist halt, natürlich schlägt der Fleißige den Talentierten, aber es ist halt nicht immer nur Arbeit und Fleiß, Ja. sondern es sind auch die Grautöne dazwischen. Also Klar. muss man euch wirklich mal ein Kompliment machen. Das Danke, danke. schaut gut aus und letzten Endes, ich brauchte das Kompliment ja nicht machen, weil die Ergebnisse geben dir ja auch wiederum recht. Also auch in der eigenen Company sind ja momentan viele, die wirklich nach euch oder zu dir schauen. Und du reist ja teilweise auch mal hierhin, mal dorthin, um sozusagen auch von deinem Erfolgsgeheimnis da oder von deinen Strategien da ein bisschen was weiterzugeben. Das ist echt toll, super. Danke. Ich würde gerne nochmal ein bisschen zu dir zurückkommen. Du hast gesagt, mit 18 ging es los und es gab ja dann auch so ein bisschen einen Change. Ich erkläre es mal für die Zuhörer. Du bist sozusagen in der ersten Zeit mehr oder weniger in der Beratung selber gewesen und da Ja. war der Gruppenaufbau gar nicht so im Vordergrund. Und du hast nach, ich sag mal, Pi mal Daumen in den ersten 8 oder 10 Jahren 1000 eigene Kunden aufgebaut, die du selber berätst und betreust. Also das ist irre, weil ich kann das sagen, ich selber, ich habe 120 eigene Kunden gehabt und ich weiß, wie viel das ist. Und hast dann, und jetzt das Interessante, und hast dann irgendwie dich proaktiv entschieden und hast gesagt, okay, jetzt möchte ich Arbeitskraft vervielfältigen, jetzt möchte ich duplizieren, jetzt möchte ich in den Geschäftsaufbau gehen. Ja. Was war denn da das Zünglein an der Waage? Ich bin jetzt mal ehrlich, das darf mir auch niemand übel nehmen. Jemand, der so im Beratungsbereich involviert ist. Gibt ja auch viele Kollegen dann in deiner eigenen Company, Ja. die schaffen ja den Change gar nicht mehr in den Unternehmensaufbau zu gehen, weil der Kunde ja auch manchmal vereinnahmt ist. Wie war das bei dir? Es war wie folgt. Also vom Prinzip her ist es so, dass der Unternehmensaufbau für mich in die ersten, eigentlich von Anfang an das Ziel war. Also ein Unternehmen aufzubauen im Unternehmen. Also das war auch das Ziel, als ich losgelegt habe. Aber du kannst dir vorstellen, wenn du mit 18 gar keine Erfahrung hast in dem Bereich, ja, dann ist es natürlich schon schwierig, Leute langfristig zu binden. Sondern du musst natürlich Erfahrungen sammeln, erstmal im Geschäftsleben allgemein. Da geht es ja um Verbindlichkeit, um Zuverlässigkeit. Das sind ja so viele Punkte, die du als 18, 19-Jähriger erstmal lernen musstest. Die musst du auch mit Lehrgeld lernen. Das ist ja auch irgendwie nachvollziehbar. Ja, wenn du von der Schule kommst, gerade mal deine Biomappe führen konntest, in Anführungsstrichen, und plötzlich ein Unternehmen führen musst, dann ist das natürlich schon eine andere Geschichte, eine andere Hausnummer auch. Ja, und dann ist natürlich der Verkauf, der Vertrieb eine Sache. Da musst du dich 2 Stunden präsentieren, zusammenreißen, beim Kunden professionell sein. Und beim Unternehmensaufbau musst du dauerhaft online sein, weil der Mitarbeiter ist da, ist im Büro, kommt vorbei, ruft dich an, du bist auf Meeting, du bist immer da, du bist immer präsent. Und bei der Beratung ist das sehr, ja, Punktuell eher. punktuell, phasenweise, wo du dich professionell geben musst. Und das war für mich jetzt 19, 20, 21 Jahre natürlich einfacher. Natürlich habe ich es immer probiert zu anfangen, aber so nicht so richtig hingekriegt, weil viele Punkte halt noch nicht von den Skills her ausgereift waren. Habe ich im Nachhinein mal analysiert. Ich hatte immer Leute um mich rum, mit denen ich das probiert habe. Aber ja, das ist natürlich Sender-Empfänger oder ne, jede Münze hat immer 2 Seiten, das kennst du ja. Und da fehlt ein paar Elemente, so dass ich dann irgendwann gesagt habe, mit, weiß ich gar nicht, 22 Jahren, ich mache jetzt quasi den Eigenumsatz. Ja, ich lasse jetzt mal die Mitarbeiter Mitarbeiter sein. Das war dann so, vielleicht waren es auch 21, also nach 2, 3 Jahren Tätigkeit und bin dann sehr professionell in diesen Eigenumsatz reingegangen. Das lief auch sehr, sehr gut, so dass ich nach knapp ungefähr 10 Jahren diese höchste Eigenumsatzstufe, bei uns heißt die P7, erreichen konnte. Eigene Kunden, das waren ungefähr 500, die ich aufgebaut habe. Ja. Aber relativ wertige Klienten, das heißt also, da waren auch ein paar dabei, die ein paar Euros angelegt haben. Also es hat auch richtig Spaß gemacht dann. Zu den 1000 bin ich dann gekommen, weil ich natürlich dann auch immer Mitarbeiter hatte, die ausgeschieden sind, verständlicherweise. Also bei Mitarbeitern ist es immer so, wenn du erwartest, dass alle dein ganzes Leben lang dabei sind, dann wirst du sehr stark enttäuscht.
sondern ich vergleiche das mal so ein bisschen wie eine Kutsche. Also du bist der Kutscher oder fährst in die Kutsche und dann steigen mal welche ein und die fahren auch manchmal länger mit. Manche steigen auch demnächst gleich wieder aus und steigen wieder neue ein. Ja, aber du reist in der Kutsche mal nach vorne, so in etwa. Und, ist glaube ich auch, entschuldige, dass ich unterbreche, aber ist glaube ich auch wichtig, da mal offen drüber zu sprechen zu können und auch unbedarft drüber sprechen zu können. Erstens, es kann einfach nicht jeder dauerhaft dabei bleiben. Ja. Und es ist glaube ich auch nicht für jeden dauerhaft was. Ja. Weil ich habe das früher auch immer gedacht und ich war dann immer traurig. Aber wenn wir mal, schauen wir mal ins Jurastudium, da steigt auch die Hälfte unterwegs aus. Und wenn nicht sogar mehr, ja, genau. Natürlich mehr. Oder schauen wir mal, wie viele Kids gehen an den Start, um Fußballer zu werden. Also ich glaube, das ist einfach auch so ein Selbstreinigungseffekt, wenn man es mal so sagen darf. Ja. Es gibt eine entscheidende Sache, Tobias, bei der Sache, dass man das, und das habe ich gelernt, das hat mein Unternehmen mir beigebracht, dass wenn Leute anfangen und das probieren, weil es steht ja nicht auf der Stirn geschrieben, ich kann es oder ich kann es nicht, sondern man muss die Chance geben, denen Möglichkeit geben, ja, und die Fähigkeit, das ist ja meine Aufgabe, denen die Fähigkeit zu geben, die Leistungsfähigkeit, also das beizubringen, die einzelnen Tools, Handwerkszeuge. Und wenn man dann sieht, da okay, das passt da nicht ganz, ja, und man geht auseinander, dann ist es natürlich wichtig, dass man positiv auseinandergeht. Das ist überhaupt kein Thema. Also wie gesagt, ich habe mit vielen Menschen gearbeitet in meinen letzten knapp 18 Jahren. Davon sind auch einige nicht mehr direkt in meinem Unternehmen, aber ich bin mit denen freundschaftlich verbunden. Also man trifft sich auch mal, jetzt gerade Weihnachtsmarktzeit, ja, man trifft sich auch mal und unterhält sich und dann ergeben sich auch wieder Synergieeffekte. Also alles sehr positiv mit den Kontakten, die man auch damals mal mitgemacht hat. Und deswegen ist das für mich überhaupt nichts Negatives, sondern da hat man Möglichkeiten gehabt und jede Person, die mit mir in meinem Unternehmen gearbeitet hat, und ich denke mal, das gilt für alle Vertriebe, ist im Nachhinein, hat mehr Erfahrung danach gesammelt, hat mehr Skills bekommen, ist mutiger geworden, ist aufmerksamer geworden, konnte empathischer mit Menschen umgehen. Ja, also es hat sich immer gelohnt. Ja. Und das ist einfach meine Überzeugung. Und deswegen bin ich da ganz super gechillt und sage, hey Mensch, wer das da nicht weitermacht oder wer sagt, Mensch, ich möchte nicht Führungskraft werden, ich bleibe Berater, dann ist es genauso gut. Ja? Weil wenn einer sagt, ich bleibe Nebenberufler und er will jetzt nicht der hauptberufliche Profi werden, das ist genauso gut. Ja? Das ist alles top, das soll auch alles so sein. So wie jeder, behandle so jeden, wie er gerne behandelt werden möchte. So wie er möchte. Ich glaube, es ist eine Einstellung, von der kann man sich da wirklich eine Scheibe runterschneiden, weil das kommt jetzt einfach mal von mir, auch ich natürlich immer wieder irgendwie anmerken muss, dass oftmals mit den Menschen im Vertrieb, ich sag mal, solange sie da sind und solange jemand Umsatz macht oder so, dann sind sie immer gut genug. Und ich sag immer, was habt ihr denn noch Kontakt zu denjenigen, die nicht mehr direkt den Weg mit euch gehen? Und einige verdrehen dann immer die Augen. Und dann sage ich, ja, dann wäre es vielleicht wieder gut, mal auf der zwischenmenschlichen Schiene da was zu machen, sich mal zu treffen. Ja. Und also ich höre raus, dass du das in Perfektion tust und machst und lebst. Und das ist wahrscheinlich dann auch der Grund, warum du so ein großes, ich sag mal, generisches Netzwerk hast mit viel Reputation und auch mit guter Stimmung. Das ist aber, glaube ich, eine menschliche Komponente. Auch das kann man lernen, ja. Ja, das ist eine Sache. Jetzt ist natürlich nicht so, dass ich mit jedem jetzt jeden Tag Kontakt habe, ist ja logisch, aber vom Prinzip her, mit einigen hast du mehr Kontakt, mit anderen, da trifft man sich irgendwo in der Stadt, ja, oder auf einer Party oder wo auch immer, auf dem Fest und dann quatscht man mal ein bisschen, wie läuft's denn, wie ist denn das? Ach, lass uns demnächst mal essen gehen, alles wird gut und das so vom Prinzip her, alles entspannt und daraus ergibt sich halt auch mal wieder was. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, das ist auch wichtig für die Einstellung, wenn man im Unternehmensaufbau tätig ist, dass man nicht davon losgeht, ich bin Gottesgleich und bei mir, wer anfängt, der wird sofort der neue Direktionsleiter. Sondern da muss man sich eine Chance geben. Das ist ein Vertrieb ist wie überall ein Quotenspiel. Ja, bei McDonald's gehen zwei Leute vorbei, einer geht rein. Du machst zwei Beratungen, einer wird Kunde. Ja, das ist einfach eine Quote, die gehört dazu. In Deutschland gibt es 49% Männer, 51% Frauen. Das ist eine Quote. Ja, es gibt überall irgendwo eine Quote und natürlich gibt es da auch eine Quote. Und das ist ja nicht mal was Böses, ja, dass es das gibt. Aber darauf basiert letztendlich relativ viel. Und die Frage ist nur, wie bist du als Mensch, wie gehst du mit denen danach um? Ja?
Und da gibt es ja, was man halt nicht machen sollte, ist, dass man halt ja schlecht spricht, nachtritt, was auch immer. Das ist halt nicht gegeben, weil es bringt ja auch keinen Mehrumsatz wieder. Sondern Natürlich da ist nicht. es dann wichtig, sich mit denen vernünftig auseinanderzusetzen und dann einfach zu sagen, okay, ich gebe wieder Gas, ich gucke wieder, dass wieder ein, zwei neue Partner, drei neue Partner wieder in ins Unternehmen kommen und dann macht man da weiter. Und das ist ja das Wichtige. Alles im Leben kommt zurück und Karma, ne? Ich bin ja Inder, weißt du ja. ach, Und da ist der du bist Karma. tatsächlich Inder, wirklich? Okay. Ja, meine beiden Eltern kommen ursprünglich aus Kalkutta, aus Indien. Wow, okay. Und da ist natürlich Karma eine große Rolle. So wie, ne, wie du es machst, so kommt es zurück. Entsprechend Leben ist ein Bumerang, sagt man doch so, ne? Alright. Ja, und du hattest ja gerade gefragt, wie ich diese Kurve gekriegt habe. Diese Da Kurve. wollte ich, da hätte ich jetzt nochmal Sehr eingehakt. gut. Wer hat dann die Initialzündung Ja, gesetzt? also es hat immer schon gelodert. Aber irgendwann war es dann so, dass ich halt diesen Eigenumsatz dann verschrieben war, da auch ein sehr erfolgreicher Berater war, mit sehr jungen Jahren schon relativ gutes Geld verdient habe. Und mein Mentor, Coach und Betreuer, der Harald Jungblut, das ist mein Direktionsleiter im Unternehmen, mit dem ich auch freundschaftlich verbunden bin, hatte mit mir auf irgendeiner Konferenz gefühlt 2006 ungefähr, ja, so ungefähr vor 10 Jahren, ein längeres Gespräch geführt, weil er wahrscheinlich gesehen hat, dass ich doch gut mit Menschen umgehen kann. Und hat mich so ein bisschen ins Gebet genommen. Es war ein ja, sehr intensives Gespräch mit Nacharbeiten, wo ich ein bisschen Sachen berechnen sollte, gucken sollte, wie was. Und hat dann gesagt, Mensch, komm, wir probieren das jetzt einfach nochmal, wir machen das und du machst mal ein bisschen das, was ich dir sage, ja, und nimmst mal deine Dynamik mit und deine Freundlichkeit, deine Menschlichkeit, deine Herzlichkeit und dann startest du einfach mal. Und dann ging das relativ schnell, dann ging das relativ gut, dass ich dann relativ schnell dann Regionalgeschäftsleiter wurde, 7 Monate nach diesem Gespräch übrigens. Das ging dann richtig Wow. hucki-zucki. Dann, glaube ich, ein Jahr später Geschäftsstellenleiter. Dann habe ich einen Tick länger gebraucht zu der nächsten Position, aber dann lief das auch einigermaßen durch und ich bin immer noch regelmäßig im Coaching und ja, lerne so die Werte, wie unser Unternehmen groß geworden ist und wie das so von Anfang an war. Und ich habe festgestellt, dass die Sachen, die auch 1985 noch Bedeutung und Wert hatten, heute in abgespeckter oder veränderter Form immer noch Wert haben. Weil der Mensch, der ändert sich nicht in dem Sinne, dass er nicht mehr Mensch ist, sondern es ändern sich die Stilrichtungen, die Methoden ein bisschen, aber die Grundsätze, ja, wie ein Mensch sich begeistert, dass man wertschätzt, dass man Anerkennung zollt, dass man ihn lobt für bestimmte Dinge, das bleibt ja gleich. Und dann habe ich mich verändert und habe dann angefangen, irgendwann mal aus 5 Tagen Eigenumsatz 4 zu machen, dann 3 Tage Eigenumsatz zu machen, habe ich eine sehr lange Zeit, 2 Tage, Dienstags und Donnerstags waren meine Beratertage, alle anderen Tage habe ich dann Unternehmensaufbau gemacht, also Einstellungsgespräche, Führung, Coaching, Trainings. Im letzten Jahr habe ich sogar quasi nur einen Tag, das war der Dienstag, ja, Eigenumsatz gemacht. Also jetzt der Dienstag hat dann losgelegt, da sagt der Name ja schon, da musst du Dienst machen. Und da habe ich dienstags so meine Termine, so um die 10 Stück, und dann geht es richtig rund mit meinen eigenen Klienten und habe dann quasi 3 Tage bis 4 Tage entsprechend mit meinen Partnern verbracht und dort eingestellt, geschult, trainiert, gecoacht und so weiter. Heute ist Montag, heute ist mein Coaching-Tag. Da habe ich um 10 Uhr mein erstes Coaching, so mehr oder weniger im Halbstundentakt in der kurzen Mittagspause. Und ja, das geht auch noch gleich so weiter nach unserem Telefonat. Okay, also du hast das schon mit System und Strategie, sag mal, ausschleichen lassen. Also du Genau. hast die Wippe oder die Waage mehr oder weniger dann einfach die Gewichtung verändert. Okay, das ist sehr Die interessant. Zeitgewichtung verändert, ja, ein bisschen mehr Personal eingestellt, sodass natürlich auch der Service trotzdem gleich bleibt, ja, also die Qualität gleich bleibt im Kundenstamm in der Betreuung der bestehenden Kunden. Das so aufgebaut, so könnte man das sagen, ganz genau. Man muss Okay. ja, du kennst das Wort Entscheidung, da ist ja das Wort Scheidung drin, dass ich von irgendwas auch scheiden muss. Und mein Scheiden war halt, dass der Donnerstag als Beratertag wegfällt. Ja, das musste ich organisieren. Ja, da braucht man natürlich auch erstmal Mut dazu, ja. Ja. Und aber es ist ja so, wenn man dann loslässt von einer Sache, dann erst ist Platz für eine andere, dass sie dann wieder wachsen kann. Ja, andererseits, Tobias, gerade die Profis, die diesen Eigenumsatz beherrschen, jetzt egal in welcher Vertriebsform, also die sozusagen auch gut selber verkaufen können, das sind ja diejenigen, die das den neuen Leuten auch beibringen sollten, könnten am ehesten noch. Ja? Also wenn ich einen ganz neuen Partner habe, der kann das natürlich auch gut, ist mit Herz dabei, aber jemand, der natürlich ein paar Jahre Erfahrung hat in dem Bereich, der hat natürlich noch ein bisschen mehr Möglichkeiten, jemandem was beizubringen, wenn er bereit ist,
duplizierbar zu arbeiten. Und das ist, glaube ich, eher die Herausforderung bei den meisten, dass die so in ihrer eigenen professionellen Welt sind, also hyperprofessionell, ja, dass wenn die mit einem neuen Partner sitzen würden und den einarbeiten müssten, egal in welcher Branche jetzt, ja, ich weiß ja, dass du auch viele aus anderen Branchen betreust, Kunden, dass es für die schwierig ist, weil das halt so die super Tricks und die super Ausstrahlung, die super, keine Ahnung, Sprüche sind, die natürlich gar nicht duplizierbar sind von dem Neuen. Nach dem Motto, dann sitzt man da nur und sagt, boah, das ist aber ein krasser Typ, das ist aber ein super Typ. Mensch, wie der das macht, mein Betreuer, mein Sponsor oder wie sie auch alle heißen. Ja? Aber ich kann das nicht. Und wenn man sich natürlich auf so ein hohes Ross stellt und guck mal, wie toll ich bin, dann wird das nicht funktionieren. Sondern da gilt es natürlich, die Beratung duplizierbar zu machen, einfach zu machen, nachvollziehbar zu machen und nicht mit Hokuspokus und Megashow. Ja? Ich nenne das immer, bei uns heißt die höchste Stufe P7. Ja, das ist die höchste Beraterstufe. Und das nenne ich mal P7-Style, ja, sage ich zu meinen Leuten. Wenn man P7-Style macht, also so mit hier und dann und berechnet man auch dies und jenes, dann wird das nichts. Dann wird dann der Teamaufbau schwierig. Ja, ich kenne das selber. Je länger man dabei ist, auch je länger man Seminare besucht und natürlich dazulernt, desto ausgefeilter wird der eigene Stil. Und das ist dann schwer auf andere umzulegen. Also einfach halten, wie du sagst, ein duplizierbares System und dann hat das Hand und Fuß. Ja. Klasse. Ich schaue momentan ein bisschen auf die Uhr, Schumit. Mhm, ja. Vielleicht gibst du uns, du hast noch eine sehr, sehr interessante Komponente mir so als Stichwort gegeben. Jetzt haben wir gehört, du hast persönlich vorgemacht, mehrere hundert Kunden aufgebaut, bis dann durch ein Gespräch mit deinem Mentor, durch ein persönliches Gespräch, dann nochmal in den Unternehmensaufbau reingegangen, den du bravourös begleitest im Moment und hast aber, und das ist das Interessante, was mich jetzt so auch begeistert hat, ich weiß ja nicht, ob es stimmt, aber vielleicht sagst du uns was dazu, du machst tatsächlich freitags frei und hast roundabout 100 Tage Urlaub im Jahr oder ist es sag uns da was dazu. Das ist eine Sache, Tobias, die hat sich natürlich über die Jahre aufgebaut. Also wenn du ein neuer Partner bist, egal was, wo du arbeitest, da musst du natürlich erstmal reinhauen. Also wenn du dann sagst, okay, ich mache ja mal 2 Stunden am Tag und dann will ich erfolgreich werden, das wird natürlich schwierig. Aber mit der Zeit, wenn man schon ein paar Tage dabei ist, dann sollte man sich das schon so einrichten, dass man dass das Thema Work-Life-Balance sehr wichtig ist. Und ich sehe halt, dass gerade den jungen Leuten das Thema Work-Life-Balance, jung, wie gesagt, 20 bis 35, extrem viel wichtiger ist als ein 50-Jähriger, der sagt, okay, wenn ich 2.000 Euro mehr verdiene, arbeite ich mal 2 Stunden länger oder 10 Stunden länger oder einen Tag länger oder einen Monat länger, ja, wie auch immer, für mehr Geld. Und der junge Mensch ist eher darauf ausgerichtet zu sagen, okay, das ist für mich, ist das gut, ich finde das fein. Und irgendwann ist ja nicht die Zeit entscheidend, sondern die Qualität der Arbeit entscheidend. Ja? Das ist ja das Entscheidende, dass man das, viele denken ja, ich muss mehr arbeiten, um mehr zu leisten. Ich glaube einfach, dass wenn die Qualität höher ist, ja, ich habe immer so einen Spruch, die Qualität ist in vielen Bereichen ein wichtiger Aspekt. Ja? Ob es jetzt die Qualität der Beziehung ist oder Qualität der Arbeit. Und das habe ich schon gelernt damals als Eigenumsetzer oder dann als junger Gruppenleiter, weil ich auch viel auf Schulungen war, auch viel auf Reisen war, viel unterwegs war und hatte immer nur so ein paar Tage, wo ich arbeiten konnte. Und wenn man das natürlich gut organisiert, dann funktioniert das. Und klar, weißt du, Tobias, ich habe ja mein Studium, wie ich schon erzählt habe, nicht beendet. Das heißt, also ich habe es ja pausiert, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich hatte halt kein Auslandssemester. Und ich bin jetzt nicht so ein Manager von Yahoo oder Google oder welches Unternehmen auch, Weltunternehmen auch immer, die jetzt mal kurz nach Paris fliegen, dann nach New York fliegen, dann nach Australien fliegen und ein bisschen was sehen. Aber das Schöne ist, ich habe halt die Freiheit, kann sie mir nehmen, entsprechend dort auch mal Urlaub zu machen, wenn ich möchte. Und das ein paar Tage länger als der klassische Angestellte. Und dann halt die Welt zu sehen. Die anderen fliegen nach New York, machen dann eine Konferenz, ich fliege da hin und mache halt Urlaub. Ja, das ist halt so, das ist dann mein Lifestyle, mein Mini-Jet-Set. Und das macht mir einfach Spaß. Und das gehört für mich dazu. Das ist auch mein Ausgleich, dass ich sage, ja, ob es jetzt 88 Tage oder 100 sind, ich pauschalisiere das manchmal sind es mehr. Und natürlich kommt hinzu, dass meine Company natürlich eine ist, die auch viel mit Incentives arbeitet. Das weißt du ja auch. Und das heißt, wenn wir so eine Reise machen mit dem Team, oder das ist für mich aber auch Urlaub. Also das heißt also, für mich gibt es so eine Überschneidung. Also bei mir heißt Urlaub nicht, ich muss jetzt privat Urlaub mit meiner Freundin in Urlaub fliegen. Sondern wenn ich mit meinem Team in Urlaub fahre, ist es für mich auch Urlaub. Ja, ich kann das halt gar nicht unterscheiden. Wenn ich dann abends an der Bar sitze und dann besprechen wir auch mal was Geschäftliches, ist das jetzt Urlaub oder ist das privat? Das ist halt so der Punkt.
Und deswegen habe ich zwei Sachen mal eingeführt. Dieses Jahr freitagsfrei. Das ist jetzt, wie gesagt, neu, aber es funktioniert. Ja, wenn man die Arbeit kompakter macht, schneller arbeitet, die Sachen macht, die richtigen Dinge macht, ja, also effektiv arbeitet, die richtigen Dinge macht, dann funktioniert das. Und die richtigen Dinge bei uns im Unternehmen sind ja Service für Kunden machen, neue Kunden finden, neue Mitarbeiter finden, die Mitarbeiter ausbilden, betreuen und coachen. Ja, das sind ja die wichtigen und die richtigen Dinge. Und wenn du das machst, dann reicht theoretisch auch, dass deine Vater frei ist. Aber bei mir ist es so, Tobias, wenn ich ran muss, bin ich da. Ja, wenn ich müsste. Und zum Beispiel vor der Beförderungszeit gab es halt keinen freien Freitag, ja, für kurz paar Wochen davor. Aber so vom Prinzip hat das ganz gut funktioniert dieses Jahr. Ja, du, ich bin ja da ganz bei dir. Wie gesagt, ich habe ja auch das ein oder andere, wir haben dieses Jahr ein Seminar gemacht, das hieß der Vertriebsunternehmer oder der Strukturvertriebsunternehmer. Und also man muss ja nicht 24 Stunden, 7 Tage die Woche arbeiten. Ich sage immer, das müssen nur die, die es in 12 Stunden und 5 Tagen nicht hinkriegen. Also wenn man zum Beispiel sehr, sehr, oder wenn man sich mit dem Thema Effizienz immer beschäftigt, outsourcen, delegieren und natürlich, wie du sagst, wirklich den Fokus auf die richtigen Dinge zu legen, dann kann man, und da bin ich der felsenfesten Überzeugung, mit 3 oder 4 Tagen in der Woche wesentlich mehr schaffen als Leute, die zwar 7 Tage so auf Halbflamme irgendwo ihre Arbeit verrichten, aber sich nebenbei dann doch immer mit irgendwelchen unwichtigen Sachen beschäftigen. Also insofern, ich find's gut und mich motiviert sehr. Deswegen habe ich auch nochmal danach gefragt. Also was jetzt nochmal dazugehört, um das nochmal einzuhaken, wenn man effektiv arbeiten möchte, dann ist es wichtig, und das ist, glaube ich, vielleicht noch eine Botschaft, die ich sagen möchte, ein System zu bauen. Also da bin ich ganz Fan von. Also lieber ein schlechtes System konsequent durchführen, als kein System zu haben. Und wenn du ein System hast, musst du nicht immer neu nachdenken. Dann weißt du alles klar, das ist an dem Tag, das ist dort, das passiert da und so weiter. Ja, also deswegen kann man da sehr effektiv arbeiten. Montag ist bei mir Coaching-Tag, Dienstag ist Kundentag, Mittwoch ist mein Teamtag, Donnerstag ist ein Teamtag, Freitag, Samstag, Vormittag machen wir nochmal Einstellungen, Recall-Runden. Also das heißt, das ist festgeschrieben, das ist einfach nur ein Ablauf, wie im Werk, wie in einer Fabrik quasi. Ja, und wenn du dieses System hast und nicht nur du fährst das System, sondern vielleicht noch 50, 60 oder noch mehr andere Leute fahren das gleiche System, dann kommt natürlich da Leistung und auch Dynamik rein. Das ist ja logisch. Und ich, ja, kann man den Tipp geben, dass man vielleicht sich mal ein System aufbaut, was für einen passt und was richtig ist und was man mag, wo man sagt, das fahre ich mal. Und dann auch nicht zu sagen, wenn man das System nicht gleich nach einem Monat keinen Erfolg hat, zu sagen, jetzt ändere ich das, sondern das muss man vielleicht mal ein Jahr durchziehen oder zwei. Ja. Und dann werden sich Ergebnisse einstellen und dann kommt diese Effektivität, weil man nicht mehr nachdenken muss. Ja, wenn ich sozusagen einen Kundenprozess habe oder einen Partnerprozess habe und den im Einstellungsprozess habe, dann muss der Einstellungsprozess gleichartig sein und nachvollziehbar sein. Genau das Gleiche gilt für den Kundenprozess. Ja, da muss der Kundenordner bekommen, der muss seinen Service-Check bekommen, der muss alles, was dazu gehört, das muss halt auch laufen, automatisiert, ohne nachzudenken. Und das ist, glaube ich, dann der entscheidende Punkt, den ich so sehe. Klasse. Und das, was du gesagt hast, alles braucht halt auch seine Zeit, bis es sich irgendwann mal durchsetzt, implementiert. Ich glaube, das war sehr, sehr wichtig und sehr, sehr wertvoll, weil die meisten oder viele wissen das zwar schon, aber sie sind halt immer nur im Bereich des Versuchens. Und du hast es jetzt nochmal bestätigt, dass es halt einfach auch ein Prozess ist, der auch ein paar Tage oder ein paar Wochen, Monate dauern kann. Also die meisten unterschätzen, was sie in einem Jahr schaffen können. Überschätzen, was sie in einem Jahr schaffen können und unterschätzen, was sie in 5 Jahren schaffen können. Und das ist einfach vielleicht auch die Botschaft, zu sagen, Leute, gebt euch Zeit. Man braucht schon 3 Jahre, um einen Beruf überhaupt zu lernen. Ja, das ist in unserem Bereich genau das Gleiche. Nach 3 Jahren kann man sagen, man ist quasi angekommen, was das die Materie und Co. angeht. Und alles gut Ding will Weile haben. Und dieser Spruch hört sich doof an, aber es ist halt so, dass man halt natürlich mal dranbleiben muss und nicht aufgeben soll. Ja, das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass man einfach das, was man macht, einfach gut sein sollte. Und das kann man dran messen, wenn in deinem Unternehmen, wo du bist, andere Personen gibt, die höhere, bessere, sehr viel bessere Ergebnisse haben, dann liegt es nicht im Unternehmen. Dann liegt es auch nicht am Markt. Ja, da muss man überlegen, welche Punkte kann ich denn bei mir verändern, langfristig, perspektivisch, oder was kann ich lernen, damit ich besser werde. Und da bin ich einfach der Überzeugung von. Und deswegen, ich glaube, egal wo man arbeitet, entscheidend ist, dass man es mit Leidenschaft macht, dass man das vernünftig macht. Ich habe das Glück, in einem Unternehmen zu sein, das für mich die hervorragendsten Parameter bietet und für mein Team.
Und wenn dann Leistung und Parameter und Leidenschaft und Gemeinschaft, Menschlichkeit dazu zusammenkommt, dann ist es natürlich schon, ich würde sagen, optimal. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Mein lieber Schumme, das lassen wir jetzt einfach so stehen, weil das fühlt sich verdammt gut an. Schön. Und ja, was möchte ich dir mit auf den Weg geben? Du hast, wie soll man sagen, du hast eine gute Basis, du hast viele junge, motivierte Menschen unter dir, denen du ein gutes Vorbild bist. Ich hoffe, ich drücke dir die Daumen, dass es jetzt der ein oder andere sogar noch ein bisschen schneller macht wie du. Das heißt, wenn man ein gutes Vorbild hat, für den einen oder anderen Sportsgeist ist es ja auch immer ganz interessant, seine Mentoren vielleicht sogar zu übertreffen. Das wünsche ich dir, dass der Unbedingt, ein oder andere unbedingt, dabei ja. ist. Ja? Viel Glück auf dem, oft, ein bisschen Glück braucht man ja auch, auf dem Ja. Weg zur Direktion und dass das möglichst schnell dann auch bald sozusagen in trockenen Tüchern sein wird. Ja? Wir sind zuversichtlich. Klasse. Also dann lieben Gruß an deinen Mentor, an den Harald. Wie Ja. gesagt, ich drücke aus der Ferne die Daumen und sage danke Danke. für die Zeit, fürs Interview Gerne. und bis demnächst mal wieder. Mach's gut. Bis dann. Tschüss. Grüße nach Hannover. Danke. Schumit, mach's gut, Servus. Tschüss.